Hi und herzlich willkommen bei Lehrer Schmidt. Wir werden heute zusammen Brüche multiplizieren, allerdings heute auf Realschulniveau. Das heißt, wir nehmen das Kürzen gleich mit rein. Also heute geht es um intelligentes Kürzen beim Multiplizieren. Hört sich kompliziert an, ist aber gar nicht so schwer. Also, wir starten erstmal mit einem ganz normalen Beispiel. 11 Zwölftel mal 4 Siebtel. So, und jetzt zeige ich euch erstmal den langen Weg. Der ist umständlich, aber der ist nicht falsch. 11 mal 4, also Zähler mal Zähler, sind 44. Und jetzt Nenner mal Nenner, Strich drunter, 12 mal 7, 10 mal 7 sind 70, 2 mal 7 sind 14, also 84. Jetzt müssen wir kurz prüfen, können wir das noch irgendwie teilen? Ja, geteilt durch 4. 44 durch 4 sind 11 und 84 durch 4 sind 21. Ist das ein echter Bruch? Ja, und schon sind wir fertig. So kann man das rechnen und das ist auch nicht falsch. Man kann es aber ein bisschen intelligenter machen. Jetzt die gleiche Aufgabe nochmal. 11 Zwölftel mal 4 Siebtel. So, und jetzt geht es darum, bevor wir multiplizieren, gegebenenfalls zu kürzen. Hier kürzen wir ja erst in diesem Schritt. Und jetzt machen wir das schon in der ersten Aufgabe. Und jetzt gucken wir mal. Kann man die 11 mit der 12 kürzen? Nein. Geht die 4 mit der 7? Nein. Jetzt probieren wir es über Kreuz. Die 11 und die 7? Nein. Die 4 und die 12? Ja, das geht. Beide sind in der Viererreihe. Also, hier eine 1 und hier, wie oft passt die 4 in die 12? Dreimal. Und nun ist es viel einfacher. Jetzt steht nämlich hier oben im Zähler 11 mal 1. Und das sind 11. Und unten im Nenner steht jetzt 3 mal 7. Und das sind 21. Und ihr seht, es ist das gleiche Ergebnis, aber der Weg ist viel kürzer, weil wir nämlich im Vorfeld schon gekürzt haben. Das ist das Prinzip und jetzt schauen wir uns noch ein paar Beispiele an. Also, gucken wir uns die zweite Aufgabe an. 3 Siebtel mal, was nehmen wir mal, irgendwas 21 36. Und ihr ahnt es schon, wir müssen gucken, können wir was kürzen? Ja, und ich sehe schon was. Also gucken wir mal. Die 3 und die 7 geht nicht. 21, 36 geht auch nicht. Die 3 und die 36, ja, das geht. Nehmen wir die Dreierreihe. Dann steht hier oben die 1 und jetzt ist die Frage, wie oft geht die 3 in die 36? Über 10, 11, 12. Also 12 Mal. Jetzt prüfen wir das hier. 7 und 21. Beide in der 7er Reihe. Also hier eine 1. Und wie oft passt die 7 in die 21? 3 mal. Und nun ist die Aufgabe ganz einfach. 1 mal 3 sind 3. 1 mal 12 sind 12. Können wir noch weiter kürzen? Ja, wir können nochmal geteilt durch 3 rechnen. Dann steht hier oben eine 1 und 12 geteilt durch 3 sind 4. Und dann sind wir auch fertig. Eine Aufgabe machen wir noch. 7 Achtel mal 3 24. So, und jetzt müssen wir wieder gucken. Können wir irgendwas kürzen? 7 und 8, 3 und 24. 7 und 8 geht nicht, 7 und 24 geht nicht, 3 und 8 geht nicht, aber 3 und 24 geht. Beide sind in der Dreierreihe, also hier eine 1. Und dann die Frage, wie oft geht die 3 in die 24? Richtig, 8 mal. Und nun rechnen wir wieder. 7 mal 1 sind 7. Strich drunter. Und 8 mal 8, 64.
Geht noch irgendwas? Nein. Und dann sind wir fertig. Ach, weil es gerade so Spaß macht, eine machen wir noch. 6 Siebtel mal 5 Achtzehntel. So, schauen wir wieder. Die 6 und die 7 geht nicht. Die 5 und die 18 geht nicht. 5 und 7 geht nicht. 6 und 8, ja, beide befinden sich zum Beispiel in der 6er-Reihe. Einmal 6 ist 6 und wie oft passt die 6 in die 18? Richtig, 3 Mal. Und schon ist die Aufgabe wieder viel einfacher. 1 mal 5 sind 5 und 7 mal 3 sind 21. So, das soll es auch gewesen sein. Jetzt habt ihr gesehen, wie das Brüche multiplizieren viel einfacher ist, wenn man erst kürzt. Übrigens, wenn ihr das macht, dann müsst ihr das nicht zwingend in Rot machen. Das ist ganz egal. Ich mache das nur, damit man das im Video besser sieht. Und generell muss man sagen, das ist schön, weil das die Sache echt beschleunigt. Man muss das aber nicht machen. Wenn ihr den langen Weg rechnet, wie hier mit zum Beispiel mit so einem Zwischenschritt, dann ist das überhaupt nicht falsch. Es dauert halt nur viel länger und ihr müsst euch fragen, ob ihr bei einer Mathearbeit die Zeit nicht sinnvoller nutzen könnt. So, jetzt habt ihr gesehen, wie es geht. Okay, das war's.